Madonna, wach auf! Wach auf! Wer spricht da? Wo bin ich? Ich bin es, Fabius, dein Liebster. Fabius? Du bist noch in Lazars Verlies. Aber fürchte dich nicht. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh, Fabius, du bist es wirklich. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest. Warum lachst du denn? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist so witzig. Du hättest sehen sollen, was für eine Fresse du gezogen hast. Ich bin's nur. Und du bist immer noch hier gefangen. Eine wunderschöne Welt liegt jenseits dieser Mauern. Und schon sehr bald werde ich genau dorthin fliegen. Da würde ich ja eher nicht drauf wetten. Gucki da. Die Zwillingsmonde nähern sich einander. Die Zeit führt sie unweigerlich zusammen. So wird die Zeit uns beide genauso zueinander führen. Und wenn die zwei Monde sich vereinen? Tun wir es ihnen gleich. Vielleicht bist du durch die lange Zeit im Turm etwas verblödet. Du bist ja so leicht, in das Licht zu führen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass dein Prinz Fabius sein Bett zusammen mit unzähligen Jungfrauen bestiegen hat. Und ich hörte, dass deswegen schon Pilze auf seiner Nille wuchern. Außerdem veranstaltete er Orgien mit Huren, Barbaren und Tieren. Er lässt sich mit Sperma vollspritzen und verteilt seins ebenso großzügig. Er spendet seinen Samen an jeden, der sich ihm bei der Orgie in die Schussbahn stellt. Ich glaube dir kein einziges Wort. Er ist nicht der nette junge Mann, für den du ihn vielleicht hältst. Also? Das ist die harte Realität der hübschen Welt da draußen. Willkommen daheim.